Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier an bewährtem Ort in Pfiffelbach mit neuem Design. Dem einen oder anderen ist sicherlich schon aufgefallen und der Stefan Sell, der die Versammlung geöffnet hat, ist ja immer als bescheidener Mitstreiter bekannt und hat das gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Ich denke, wir erkennen alle, dass sich hier was getan hat in der schönen Pfiffelburg. Also die Pfiffelburg war vorher ja schon schön, aber jetzt ist sie noch ein bisschen schöner geworden, finde ich. Eingetaucht in tiefes Blau, so wie wir das wollen und wie wir uns das wünschen. Und ich denke, die, die dafür verantwortlich sind im positiven Sinne, haben sich nochmal einen ganz kräftigen Applaus verdient. Herzlich willkommen auch an die JA, die junge Generation, der man im Augenblick ja ziemlich zusetzt. Ich komme im Rahmen meiner Parteitagsrede nochmal auf euch und auf die Attacken auf euch zu sprechen. Auf jeden Fall haltet ihr auch heute wieder die Stellung und wir können euch versichern, wir stehen hinter euch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch den Pressevertretern. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir freuen uns auf eine möglichst umfangreiche und objektive Berichterstattung. Ja, liebe Freunde, es ist natürlich auch immer für mich ein Erlebnis, eine Parteitagsrede halten zu dürfen und da habe ich auch gar keine Routine entwickelt, obwohl ich das jetzt schon seit 10 Jahren mache. Natürlich macht es auch besondere Freude, in diesem Landesverband unterwegs zu sein als Landesvorsitzender. Wir sind ja ohne Zweifel die Speerspitze der AfD und wir sind ohne Zweifel einer der erfolgreichsten Landesverbände der AfD. Ein kontinuierliches Wachstum seit 10 Jahren. Mittlerweile stehen wir in offiziellen Umfragen bei 28%. Was für eine Erfolgsgeschichte! Wir sind jetzt mit gehörigen Abstand schon stärkste Kraft in Thüringen und ich verspreche euch, wir werden gemeinsam in den nächsten 1,5 Jahren, so es denn reguläre Wahlen im Jahre 2024, im Herbst 2024 geben sollte, wir werden jetzt nochmal alle Kraft zusammenbringen und auf die Straße bringen, vor allen Dingen auf die Straße und auf die Plätze Thürings, da wollen wir präsent sein und dann werden wir im Herbst 2024 nicht nur mit 28% über die Ziellinie laufen, sondern werden mit 33% plus X über die Ziellinie laufen. Das muss unsere Zielsetzung sein. Liebe Freunde, ich will ein wenig grundsätzlicher einleiten. Als stark konservativ geprägte Partei wissen wir, dass die Institutionen, die sich menschliche Gemeinschaften geben und die von menschlichen Gemeinschaften ausgeformt werden, entlastende Wirkung haben. Das weiß jeder Konservativer und wer sich in diesen wichtigen Sachverhalt mal einlesen möchte, dem empfehle ich ein Standardwerk von Arnold Gehlen, einem konservativen Anthropologen, der ein Buch geschrieben hat, das einfach heißt Der Mensch. Und in diesem Standardwerk kann man nachlesen, warum, wieso, weshalb menschliche Gemeinschaften Institutionen ausgeprägt haben und warum diese Institutionen so wichtig sind, um das menschliche Leben in Gemeinschaft zu entlasten. Institutionen entlasten aber nur dann, wenn sie eine Gemeinwohlorientierung haben und nicht für die Erlangung und Erzielung von Einzelinteressen missbraucht werden. Und das ist ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren in Deutschland und auch weltweit eingeschlichen hat bzw. beobachtet werden kann. Ich will heute mal 3 Institutionen in den Blick nehmen. Ich will zunächst einmal eine weltweit operierende Institution in den Blick nehmen, nämlich die WHO. Danach will ich einen Blick ins Bundeswirtschaftsministerium als wichtiges Staatsinstitut wenden und abschließend will ich dann nochmal den sogenannten VS aufs Korn nehmen, eine ganz deutlich missbrauchte Institution. Ja, und das ist eben die Tendenz der Zeit in Deutschland, aber auch weltweit, dass ehemals neutrale Institutionen unterwandert werden, deformiert werden, entseelt werden, missbraucht werden, manipuliert werden, um triviale Einzelinteressen oft pekuniärer Art durchzusetzen. Und diese Beobachtung machen wir als AfD schon lange. Diese Beobachtung
fassen wir auch in politische Kritik. Und es ist eines unserer wichtigsten Anliegen, die Institutionen, die in Deutschland missbraucht sind, im Rahmen des Raubzuges der Parteien wieder zu befreien, wieder zu neutralen Institutionen zu machen. Das ist ein Ansatz, den so in dieser Deutlichkeit nur die AfD vertritt. Und es ist ein gerechter und guter und wichtiger Ansatz, den wir ganz oben auf unserer politischen Agenda stehen haben. Komme ich also eingangs zu WHO. Warum WHO? Ja, das ist eine Institution, keine klassische staatliche Institution, das muss man natürlich wissen, wir wissen das, aber eine Institution, die irgendwie von den Menschen als neutral angesehen wird. Dabei ist sie das gar nicht und war sie das auch nie. Es ist eine Organisation, eine Institution der internationalen Zusammenarbeit und viele Menschen denken, ja, die WHO, die World Health Organization, hat irgendwas mit Gesundheit zu tun und macht da auch einen guten Job. Das hat sie in den letzten Jahrzehnten sicherlich auch mal gemacht, aber in den letzten Jahren sind besorgniserregende Entwicklungen auch in dieser Institution wahrnehmbar, die ich kurz thematisieren will aus aktuellem Anlass. Der ein oder andere von euch hat es schon mitgekriegt, 2024 soll der sogenannte Pandemie-Vertrag geschlossen werden. Unsere Regierung ist bereit und willens, mal wieder ein weiteres Stück Souveränität, so viel haben wir ja gar nicht mehr von dieser Souveränität, wir haben ja schon in allen möglichen Politikbereichen unsere Souveränität abgegeben, egal ob das die Verteidigungssouveränität ist, die Wirtschaftssouveränität ist, die Währungssouveränität ist oder andere Souveränitäten. Wir sind da schon völlig entkleidet von Souveränität. Also jetzt will unsere Regierung noch diesen Pandemievertrag mit der WHO schließen. Der WHO sollen umfangreiche Rechte eingeräumt werden für die Zukunft. Die WHO soll in Zukunft bestimmen, wann eine Pandemie ist. Die WHO soll in Zukunft bestimmen, wann es wieder einen Lockdown geben soll. Die WHO soll in Zukunft bestimmen und damit tief in die Gesundheitssouveränität unseres Staates eingreifen, ob wir uns vielleicht dann doch nochmal zwangsimpfen lassen müssen. Diesen tiefen Eingriff in die Souveränität, dieser tiefe Eingriff soll der WHO in Zukunft zugestanden werden, einer Institution, die erstens nicht demokratisch legitimiert ist, zweitens nicht demokratisch kontrolliert ist und drittens über dubiose Wege finanziert wird. Denn diese WHO ist eben keine staatliche Institution, sondern ist mittlerweile nichts anderes mehr als eine private Organisation, zumindest dann, wenn ich auf die Finanzierungsquellen gucke. Der größte Finanzier der WHO ist wer? Die Bill and Melinda Gates Stiftung. Das ist der größte private Finanzier dieser Organisation und infolge ist diese Organisation in den letzten Jahren ganz deutlich wahrnehmbar für den Insider, für den, der sich mit den Interna beschäftigt, von einer Weltgesundheitsorganisation zu einer Weltpharma-Lobby-Organisation transformiert worden. Diese WHO ist eine besetzte Institution, eine besetzte Organisation und Institution, mit der Schabernack betrieben wird, beziehungsweise Einzelinteressen materieller Art durchgesetzt werden. Und in dem Zusammenhang kann man deutlich darauf hinweisen, dass Corona oder die Corona-Pandemie, die ich immer gerne als Plandemie beschreibe und bezeichne, wohl nur ein Probelauf gewesen sein wird für das, was jetzt kommt. Und wie gesagt, dieser Pandemievertrag, der weist deutlich darauf hin, was dort im Schilde geführt wird. Und einzig die AfD als einzig echte Opposition im Land weist darauf hin, weist auf das Missbrauchspotenzial hin, kämpft und hat schon gegen die verschiedenen Corona-Maßnahmen gekämpft. Völlig zu Recht, wie wir wissen, denn keine dieser Corona-Maßnahmen kann ihre Wirksamkeit nachweisen, bis heute nicht. Keiner dieser Corona-Maßnahmen, die tiefen Eingriffe in unsere Freiheits- und Grundrechte, fand auf der Basis von einer irgendwie gearteten Tatsachengrundlage statt. Wir haben das früh erkannt, wir haben früh dagegen unsere Aufklärungsarbeit begonnen und dieser Kampf, den wir geführt haben, war ein gerechter und die Entwicklung hat uns Recht gegeben. Und es ist wichtig in Anbetracht der schlimmen Entwicklung, die global droht, dass wir unseren Kampf aufrechterhalten. Deswegen werden wir als AfD Thüringen, das haben wir in der Fraktion im Thüringer Landtag besprochen, wir werden die Corona-Aufarbeitung forcieren. Corona ist für uns auch deswegen noch nicht vorbei, weil die, die das zu verantworten haben, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Wir machen es diese Legislatur nicht mehr. In der nächsten Legislatur wird es dann ein UA-Corona-Aufarbeitung geben. Und dann wollen wir mal gucken,
wer hier auf Thüringer Ebene dafür verantwortlich war, diese unsinnigen, diese schädlichen Maßnahmen zu initiieren und durchzusetzen. Da werden wir uns ehrlich machen, beziehungsweise dem politischen Gegner ehrlich machen. Und an der Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass er weiterhin unser Volksentscheid läuft. Wir sind in der zweiten Phase. Im Augenblick werden wir von der Regierung eingebremst, die Widerspruch geltend gemacht hat. Das Ganze muss jetzt vom Verfassungsgericht entschieden werden, ob wir in die zweite Phase kommen. Aber dieser Kampf gegen die Impfpflicht, das ist kein Kampf von gestern, sondern das ist ein Kampf von morgen. Auch da sind wir wieder völlig d'accord mit dem, was im Augenblick hier gehauen und gestochen ist. Wir wussten es früher und wir sind mit dieser Volksabstimmung auf dem richtigen Weg und werden da auch in den nächsten Monaten ein großes, großes Ausrufezeichen hier in Thüringen setzen können. Das Wirtschaftsministerium. Jetzt gab es ja vor einigen Tagen eine große Razzia gegen die italienische Mafia in Deutschland. 1000 Polizeibeamte waren dort eingesetzt. Eigentlich hätten sie direkt mal beim Herrn Habeck, beim Deindustrialisierungsminister, vorbeischauen müssen. Ein verschachteltes System, das dort aufgebaut worden ist. Ein Familienunternehmen, das dort hochgezogen worden ist von Robert Habeck. Innerhalb von 2 Jahren hat er wirklich seine halbe Familie in Lohn und Brot gesetzt. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Kartellparteien sich den Staat zur Beute machen. Stefan Brandner hat dazu im Bundestag eine super Rede gehalten. Schade, dass... Ja. Schade, dass das Bild dieses Netzwerkes, du durftest es ja nur mal kurz hochhalten, es wurde dann von der Parlamentspräsidentin sofort verboten, das zu tun. Dieses Geflecht an Interessen, die dort zusammengeführt werden in diesem Hause Habeck, das ist wirklich Aufklärung wert. Leider haben wir als AfD-Fraktion im Bundestag nicht die Kraft, ein UA selbstbestimmt einzusetzen, aber das wäre eigentlich ein klassisches UA-Thema für den Bundestag, für die Aufklärung im Bundestag. Viele von euch kennen den Sachverhalt vielleicht oberflächlich. Ich kann gar nicht ins Detail einsteigen, weil es wirklich verschachtelt ist und es soll wahrscheinlich auch verschachtelt sein und den Normalbürger überfordern in seiner Komplexität. Aber nur in Kürze die wichtigsten Eckpunkte. Da gibt es eine Agora-Energiewende und ein weiteres Institut, Öko-Institut heißt es, glaube ich. Das sind Lobbyorganisationen, die seit Jahren schon für die Klimawende in Anführungszeichen Lärm produzieren, Agitation betreiben, die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, die Medien beeinflussen. Da gibt es ein Papier, das von diesen Instituten entwickelt worden ist, das heißt Durchbruch für die Wärmepumpe jetzt, meine ich, das wäre der Arbeitstitel. Und dieses Papier ist die Grundlage dafür gewesen, dass der Geschäftsführer der Agora Klimawende, der 7 Jahre Geschäftsführer war, der Lothar Greichen, und der jetzt, oh Wunder, Staatssekretär bei Robert Habeck ist, dieses Wärmepumpengesetz kreiert hat. Also dieses Papier ist schon einige Jahre alt und jetzt gibt es das Wärmepumpengesetz. Klassische Verquickung von Lobbyinteressen mit einer ehemals neutralen Institution, nämlich dem Bundeswirtschaftsministerium. Und besonders interessant ist es oder wird es dann, wenn man sich mal kurz vor Augen führt, wer diese Agora-Energiewende finanziert. Stefan Brandner hat, wie gesagt, darauf hingewiesen in seiner Bundestagsrede. Diese Agora-Energiewende, diese Lobbyinstitution wird finanziert von der European Climate Foundation. Diese Organisation, die sich der Weltklimarettung verschrieben hat, die wird wiederum finanziert von der Children's Investment Fund Foundation. Und diese Institution, diese philanthropische Institution, wird hauptfinanziert von einem britischen Milliardär namens Christopher Hone. Ein Mann, der mit Immobiliengeschäften 2 Millionen Euro am Tag verdient. Hauptfinanzier der Klimaextremisten um die Bewegung Extinction Rebellions und, ja, das muss man sagen, sehr umtriebig, nicht nur in der Klimarettung, sondern natürlich oder vor allen Dingen auch eigenmotiviert, sehr umtriebig, wie gesagt, im Immobiliengeschäft. Und da schließt sich der Kreis. Also ein Milliardär aus Großbritannien investiert maßgeblich in die Klimabewegung. Die Klimabewegung macht Stimmung für die Klimapolitik.
und bringt die Menschen dazu, in Deutschland an etwas zu glauben, wofür es keine wissenschaftliche Fundamentierung gibt. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal sehr deutlich machen. Und Dinge zu schlucken, die unter normalen Bedingungen gar nicht geschluckt werden könnten, weil sie dem gesunden Menschenverstand widersprechen, beispielsweise dieses Wärmepumpengesetz. Und viele Häuslebauer, die jetzt aufgrund dieses Sanierungszwangs vielleicht sogar ihr Häuschen verkaufen müssen, weit unter Wert, die werden dann irgendwie mal erkennen dürfen oder müssen, dass ihr Häuschen dann aufgekauft wird von einem Unternehmen von Christopher Hone. Das ist durchaus möglich und das ist vielleicht sogar beabsichtigt. Ja, das kann man sogar mal ganz populistisch in eine These hineinkleiden. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Klimapolitik, wie sie hier in Deutschland betrieben wird und gerade unter der Maßgabe der Wärmepumpen, Sanierung bzw. des Wärmepumpenaustausches und der energetischen Sanierung, dass die vor allen Dingen dazu dient, an den deutschen Immobilienbesitz heranzukommen. Es geht um das Abgreifen großer Teile des deutschen Volksvermögens bei dieser Klimapolitik. Die Klimapolitik ist nur ein Hebel dafür und die Grünen sind die Handlanger von Superreichen, von Milliardären, die vor allen Dingen jenseits des Ozeans ihre Geschäfte betreiben. Das ist eine Politik gegen die Interessen Deutschlands, gegen unseres Landes. Die Verarmung muss gestoppt werden. Wir wollen Politik für Deutschland machen und die einzige Kraft, die dafür steht, ist die AfD. Der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz. Ich habe das schon oft eingeordnet. Ja, der Verfassungsschutz ist ein Herrschaftsinstrument der Obrigkeit. Wer zweifelt noch daran, nach dem, was in den letzten Jahren hier in Deutschland passiert ist? Und einige sagen, ja, das war ja mal anders, er war ja mal eine neutrale Institution. Nein, liebe Freunde, diesen Zahn möchte ich dem ziehen, der noch daran glaubt, der Verfassungsschutz war nie eine neutrale Institution. Der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst ist so, wie er seit 1950 durch das Bundesverfassungsschutzgesetz aufgezogen worden ist, immer eine parteiische Institution gewesen, immer ein Unikum in der westlichen Staatenfamilie gewesen, war von Anfang an ein Kampfinstrument in der Hand der Regierung. Ich muss hier nicht auf Details eingehen. Ja, ich will nicht in Abrede stellen, dass der Verfassungsschutz, als er 1950 etabliert worden ist, vor allen Dingen die Gefahr des Kommunismus vor Augen hatte oder in Anbetracht der Gefahr des Kommunismus, wir erinnern uns, der Kalte Krieg war sehr heiß, gegründet worden ist, um dort subversive Aktivitäten aufzuklären und zu bekämpfen. Ja, aber er wurde doch relativ schnell auch immer wieder manipulativ in andere Richtungen als Instrument gegen die Opposition eingesetzt. Und meiner festen Überzeugung nach ging es von Anfang an darum, und wenn man sich mal schaut, wer dieses Baby aus der Taufe gehoben hat, dann sind wir auch wieder jenseits des großen Teiches unterwegs. Es ging von Anfang an darum, etwas zu verhindern, was es in Deutschland nie wieder geben sollte, nämlich dass eine Opposition groß wird, die es nochmal wagen würde, deutsche Interessen zu formulieren. Man hat uns aber trotzdem nicht verhindern können. Man hat uns aber trotzdem nicht verhindern können. Es ist fast wie ein Wunder, dass die AfD nicht nur gegründet werden konnte, sondern so schnell, so groß und so stark werden konnte, wie das der Fall ist. Der Verfassungsschutz. Ja, die Freunde von der JA, ich habe es eingangs schon erwähnt, werden jetzt auch mit der Verfassungsschutzkeule bearbeitet. Die wird aber allmählich stumpf, weil der Verfassungsschutz offenkundig, und immer mehr Menschen erkennen das auch, in einer Art und Weise operiert, wie das eben nicht die Art und Weise einer neutralen Behörde ist. Die JA wird beobachtet, weil sie angeblich biologistisch argumentiert. Biologistisch. Und wer sich mit diesem Begriff mal auseinandersetzt, man muss das gar nicht tiefgründig machen, man kann dazu einfach die Wikipedia, die deutsche Wikipedia anklicken und sich mal diesen Begriff von der deutschen Wikipedia erläutern lassen. Biologistisch. Sogar die deutsche Wikipedia, die nun wirklich nicht im Verdacht steht, irgendwie konservativ, patriotisch, in Anführungszeichen rechts ausgerichtet zu sein, sondern im Gegenteil, linksliberalistisch und bunt unterwegs ist, wer zweifelt daran? Sogar die deutsche Wikipedia ordnet das so ein, dass dieser Begriff biologistisch kein wissenschaftlicher Fachbegriff ist, sondern ein politischer Kampfbegriff. Vor allen Dingen gebraucht von marxistischen Kreisen, von Antifa-Kreisen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also der Verfassungsschutz, der sogenannte Verfassungsschutz, wirft mit politischen Kampfbegriff aus dem linksextremen Milieu um sich. Da gibt es doch nur drei Erklärungsansätze für. Erstens, es gibt immer noch Stasi-Strukturen im sogenannten Verfassungsschutz. Das ist die erste Möglichkeit.
Die zweite Möglichkeit ist, dass die sogenannte Antifa und ihre Helfershelfer den Verfassungsschutz mittlerweile unterwandert haben. Und die dritte Möglichkeit ist, dass der Verfassungsschutz zumindest Zuarbeit aus dem Antifa-Milieu erhält. Welche dieser drei Möglichkeiten zutrifft oder ob vielleicht sogar alle drei Möglichkeiten mit Einschränkungen zutreffen, das kann ich hier und heute nicht weiter ausführen, aber es lohnt sich, damit zu beschäftigen und wir werden das auch weiter im Blick haben und wir werden das auch weiter aufklären als AfD und wir werden den Rechtskampf gegen diesen sogenannten Verfassungsschutz mit aller Härte, mit allen unseren Möglichkeiten weiterführen. Denn es kann nicht sein, dass sogenannte Verfassungsschutzberichte heutzutage nicht mehr zu unterscheiden sind von Pressemitteilungen von einer Katharina König. Das ist ein Zustand, der überwunden werden muss. Der irrelaufende Verfassungsschutz hat noch einen weiteren Bock geschossen in jüngster Zeit. Er hat nämlich postuliert, dass es neben dem Staatsvolk kein Volk gäbe. Neben dem Staatsvolk gibt es nach Aussage des Verfassungsschutzes kein Volk und politische Gruppierungen, politische Parteien, die etwas anderes fordern, die etwas anderes artikulieren, die sind als extremistisch einzustufen, beziehungsweise die sind wahrscheinlich auf diesem Wege unterwegs. Artikel 5 der sächsischen Verfassung, ich zitiere den ersten Satz, dem Volk des Freistaates Sachsen gehören Bürger deutscher, sorbischer und anderer Volkszugehörigkeit an. So, dann müsste jetzt wahrscheinlich die sächsische Regierung und andere Gewalten im Freistaat Sachsen auch vom sogenannten Verfassungsschutz beobachtet werden. Das Bundesvertriebenengesetz, ein Rechtskodex, der weiterhin in Gültigkeit ist, beschreibt ganz deutlich, dass es eine Volkszugehörigkeit jenseits der Staatszugehörigkeit gibt. Es gibt eine deutsche Minderheit in Polen. Die deutsch-schlesische Minderheit in Polen umfasst mehrere hunderttausend Menschen, die sich als Deutsche definieren, aber den polnischen Pass haben, polnische Staatsangehörige sind. Das ist kein Widerspruch, das schließt sich nicht aus und das bedeutet auch nicht, dass die deutsche Minderheit in Polen nicht existiert, nur weil sie keinen deutschen Pass hat. Oder stellt euch doch mal vor, ihr würdet einem Basken, einem Samen oder etwa einem Kurden, die alle keinen eigenen Staat haben oder aber ein eigenes Volksbewusstsein haben, erklären wollen, dass sie gar nicht existieren, weil nur ein Staatsangehöriger eine Existenz hat in einem kollektiven Rahmen. Was für eine absurde Vorstellung ist das? Und wegen solcher irrlichternder Aussagen, wegen solcher mittlerweile wirklich als ideologisch einzuordnenden Aussagen gilt Thomas Haldenwang in der internationalen Geheimdienstfamilie auch nur als neuer Baerbock. WHO, Verfassungsschutz, Bundeswirtschaftsministerium, alles missbrauchte Institutionen, alles Institutionen, an denen man ablesen kann, in welcher schlechten Entwicklungsdynamik wir drin sind. Und alles Beispiele dafür, wie Institutionen Opfer eines Raubzuges geworden sind. Entweder durch Privatiers, die ökonomische Interessen haben, oder auch durch Politiker, die Machtinteressen haben. Und besonders augenfällig ist auch das Beispiel der Staatssekretärsaffäre hier in Thüringen. Ein Beispiel dafür, wie der Raubzug der Parteien funktioniert, das kann man im Augenblick in Thüringen besonders gut studieren. Der Landesrechnungshof hat systematische Verstöße gegen die Bestenauslese festgestellt. Dokumentationspflichten wurden nicht erfüllt. Rot-Rot-Grün hat es wirklich geschafft, innerhalb von wenigen Jahren die neutrale Institution, die Verwaltung mit Günstlingen zu besetzen, sich diesen Staat in diesem Teilbereich zur Beute zu machen. Und jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss, der diese Staatssekretärsaffäre in Thüringen aufarbeiten wird. Wir als AfD-Fraktion haben natürlich diesem Untersuchungsausschuss zugestimmt. Wir hatten selbst auch schon einen Antrag für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Die CDU kam uns zuvor. Das ist für uns kein Problem. Da sind wir parlamentarisch geübt. Wir arbeiten natürlich trotzdem mit voller Kraft mit. Gerade wir als AfD arbeiten natürlich vor allen Dingen mit voller Kraft mit, weil wir anders als die rot-rot-grünen Genossen und anders als die schwarzen Politik, Brüder, unsere Hände in völliger Unschuld baden. Die CDU,
Die CDU ist ja auch kein Kind von Traurigkeit gewesen in ihrer Regierungszeit. Viele von euch können sich noch an die Affäre Peter Zimmermann erinnern, nicht wahr? Das war der Staatssekretär, der dann, obwohl er schon einen lukrativen Job in der Privatwirtschaft hatte, noch schnell in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist, um entsprechende Bezüge einstreichen zu können. Oder der ein oder andere mag sich vielleicht auch noch an die Affäre um Michael Pause erinnern. Michael Panse war CDU-Landtagsabgeordneter bis 2009, hat dann sein Mandat verloren und ganz schnell hat die CDU ihm dann einen Versorgungsposten geschaffen, den sogenannten Generationenbeauftragten. Die gibt es heute gar nicht mehr. Klassischer Versorgungsposten. Michael Panse war dann von 2010 bis 2015 Generationenbeauftragter für eine Amtsausstattung nach A16. Das ist eine Menge Geld, das ist wirklich eine Stange Geld, A16. Und das Land, das Arbeitsgericht Erfurt hat dann später auch festgestellt, dass dieser Herr Panse in keinster Art und Weise geeignet gewesen ist, von seiner Ausbildung, von seiner Berufsvita aus betrachtet, diese Amtshöhe, diese Besoldungsstufe zu erklimmen und mit so einem üppigen Gehalt ausgestattet zu sein. Also die CDU, wie gesagt, kein Kind von Traurigkeit, hat sich auch schon oft genug am Raubzug der Parteien in diesem Staate beteiligt. Und wir als AfD, wir können da ganz unbeschwert aufspielen, das werden wir auch tun. Wir als AfD kommen mit dem guten Bewusstsein, gehen mit dem guten Bewusstsein in den Untersuchungsausschuss, dass wir uns immer und immer wieder für ein Zurückdrängen der gewucherten Macht der Parteien im Staat eingesetzt haben. Von Anfang an haben wir hier in Thüringen die direkte Demokratie als Mittel zur Zurückdrängung des Parteienstaates empfohlen und wir leben sie ja auch hier in Thüringen, wie unser aktueller Volksentscheid nochmal dokumentiert. Wir als AfD in Thüringen haben uns schon 2014 in unserem Wahlprogramm für die Verkleinerung des Thüringer Landtages ausgesprochen für ein Reduzieren der Fründe von Politikern. Das Berufspolitikertum muss zurückgedrängt werden. Ganz verzichten wird man nicht drauf kommen, aber es muss zurückgedrängt werden. Wir sind die authentische Kraft, die gegen die Wucherung kämpft, gegen die Okkupation des Staates durch die Parteien. Und weil es so wichtig ist und weil wir 2024 in Regierungsverantwortung wollen, und das ist auch ein wichtiger Grund, und weil wir wissen wollen, welche Schlawiner auf welchen Posten sitzen, um uns das Leben als neue Regierung schwer zu machen, auch da haben wir ein Aufklärungsinteresse. Ja, das ist nämlich auch so eine Taktik, die die Altparteien, die Kartellparteien gerne fahren. Bei einem Regierungswechsel hat man dann nur bei Altlasten noch in den Verwaltungsspitzen sitzen, die dann entsprechende Bomben zünden können, die dann von den Medien sofort skandalisiert werden können. Also einer neuen Regierung, gerade wenn sie eine wirklich neue Regierung ist, und das ist ja das, was wir für 2024 anstreben, eine wirklich neue Politik für Thüringen unter unserer Ägide, der wird es schwer gemacht. Und da können wir jetzt schon viel Aufklärungsarbeit leisten und uns das ein oder andere schon mal anschauen, was uns vielleicht an Schwierigkeiten bereitet. Und deswegen haben wir als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag auch beschlossen, dass wir diesen UA-Staatssekretärsaffäre zur Chefsache machen und ich persönlich, ich selber dort entsprechend wirken werde. Liebe Freunde, wir gehen gemeinsam einen einzigartigen Erfolgsweg. Einen Erfolgsweg, auf den wir stolz sein können. Wir haben jetzt noch ein paar Etappen vor dem großen Ereignis Landtagswahl 2024, die ja wahrscheinlich im Oktober angesetzt werden, falls es nicht noch vorgezogene Neuwahlen geben wird. Wir machen jetzt schon einige Schritte in diese Richtung, um noch stärker zu werden. In Sonnenberg finden jetzt bald Landratswahlen statt, ich glaube am 11.06. Robert Sesselmann ist dort unser Kandidat und an der Stelle möchte ich euch bitten, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr unterstützen wollt, reist in den Landkreis Sonnenberg, setzt euch mit Robert ins Benehmen, bietet eure Mitarbeit an. Wir wollen den Kreis Sonnenberg jetzt schon blau machen, nicht erst 2024. Und diese Landratswahlen können einen wichtigen Zwischenschritt bedeuten. Stellt euch vor, die AfD gewinnt ihren ersten Landrat. Was wäre das für eine Schlagzeile? Die Bundesrepublik Deutschland würde beben und das muss doch unser Ziel sein. Und dann geht Schlag auf Schlag im Januar, Saale-Orla-Kreis. Uwe lächelt schon, der designierte Kandidat ist hier. Schön, dass du da bist, Uwe Truhm. Auch hier bitte ich nicht nur um optimale Vorbereitung im Kreisverband, das läuft sowieso prima, das weiß ich, liebe Brunhilde, aber ich möchte euch auch alle animieren, dass ihr wirklich dort Unterstützung leistet. Das ist dann der letzte Zwischenschritt auf dem Weg zur Kommunal- und Europawahl, die dann im Mai angesetzt ist.
werden, die Kommunalwahl ist eine große Herausforderung für uns, eine positive Herausforderung. Wir werden weiter Stimmen dazu gewinnen und wir werden dort den entscheidenden großen Schritt dann in Richtung Landtagswahl machen, werden das Fundament gießen, auf dem wir dann Ende 2024 unsere Forderung nach Beteiligung an der Regierung in Thüringen mit Recht stellen werden. Liebe Freunde, abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, oder das ist euch ja klar, ihr habt ja die Tagesordnung vor Augen und habt sie gelesen. Das ist ein Parteitag, der sich vor allen Dingen ja mit Organisationsfragen beschäftigen wird, weniger die politische Diskussion nach vorne stellen wird. Aber es ist gute Tradition und in den letzten Monaten ist das auch auf anderen Landesparteitagen unserer Partei in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt so geübt worden und durchgeführt worden, sich immer mit einer deutlichen politischen Positionierung auch von so einem Parteitag zu melden, in die Öffentlichkeit zu melden. Das wollen wir heute auch machen, Stefan Möller und ich. Wir haben mal geschaut, was die anderen Landesverbände, was die Freunde in Baden-Württemberg, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt an Resolutionen formuliert haben. Da gab es Friedensresolutionen, Europaresolutionen, die alle sehr gut waren und ich glaube, die hätten bei uns auch ein einstimmiges Votum erfahren. Aber wir haben gesagt, die sind zwar gut, aber die sind uns ein bisschen zu lang. Wir müssen das Ganze mehr konzentrieren, wir müssen das Ganze mehr eindampfen. Es soll die Möglichkeit bestehen, durch die Kürze, dass möglichst viele Menschen auch außerhalb unserer Partei unsere politische Standortbestimmung in diesem wichtigen Feld der Außenpolitik wahrnehmen. Deswegen haben Stefan und ich eine Mai-Resolution formuliert, die beim Kreissprechertreffen vor einigen Tagen auch sehr positiv aufgenommen worden ist. Wir wissen, die Innenpolitik entscheidet oder beantwortet die Frage, wie wir leben, und die Außenpolitik entscheidet die Frage, ob wir als Land, als Volk, als Nation leben und überleben. Und schon seit vielen Jahrzehnten war die Lage in diesem Bereich nicht mehr so kritisch wie in der Gegenwart. Die AfD ist die einzig authentische Friedenspartei in Deutschland. Das haben wir auch erreicht in den letzten Monaten durch unser Engagement auf der Straße, dass die Bürger merken, dass wir die einzige Alternative in der Außenpolitik sind, dass wir der Kriegstreiber-Rhetorik der Kartellparteien die rote Karte zeigen wollen und dass wir endlich das tun, was dieses Land so ersehnt, dass deutsche Interessen auch in der Außenpolitik vertreten werden, dass wir offensiv auch einfordern, dass wir uns aus der kalten Umarmung des Hegemon namens USA lösen müssen, dass wir uns Freiräume erstreiten müssen. Und dass die deutsche Position immer in der Geschichte eine Mittlerposition zwischen Ost und West gewesen ist und dass wir von hier und heute aus Thüringen heraus, von unserem Landesparteitag in Pfiffelbach, die deutsche Botschaft in die Öffentlichkeit stellen. Russland ist für uns kein Feind, sondern ein natürlicher Partner. Diese gesunde Position in der Außenpolitik, die ist hoffentlich relativ knackig und relativ eingängig in der Mai-Resolution zusammengeführt worden. Ich weiß gar nicht, ist die verteilt worden, Herr Teske? Ihr habt sie auf euren Plätzen, genau. Vielleicht habt ihr sie schon überflogen, ansonsten wird sie jetzt nochmal eingeblendet. Da ist sie. Wir machen das jetzt ganz spontan und ohne großes formale Prozedere. Veränderungen können wir jetzt nicht mehr vornehmen, das ist in so einem Parteitagrahmen nicht möglich. Wer dieser Mai-Resolution als offizielle Verlautbarung der AfD Thüringen vom Landesparteitag in Pfiffelbach zustimmt, der hebt jetzt die blaue Karte. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Einstimmig angenommen, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. Was für ein starkes Zeichen, liebe Freunde. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses starke Zeichen. Liebe Freunde, wir haben jetzt noch anderthalb harte und arbeitsreiche Jahre vor uns. Manche Attacke wird noch auf uns ausgeübt werden, unter der Gürtellinie. Wahrscheinlich wird der politische Gegner auch bereit sein, die Grenzen der Legalität oder der Illegalität, je nachdem von wo man das betrachtet, zu überschreiten. Wir müssen mit allem rechnen, die Attacke. Die juristischen Attacken gegen mich habt ihr alle mitbekommen. Das dürfte erst der Aufgalopp sein. Wir müssen damit rechnen, dass es noch viel, viel härter wird. Wichtig ist, dass wir uns nicht spalten lassen, dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen, dass wir zusammenstehen.
zusammenstehen in der Partei. Und deswegen war es auch so ein wichtiges Zeichen, dass Alice Weidel bei uns war, dass Alice und ich zusammen auf der Bühne gestanden haben, West und Ost, Mann und Frau, liberal und konservativ, auf einer Bühne Hand in Hand, geschlossen in die Zukunft als Volkspartei, als neue Volkspartei, die Deutschland endlich wieder vom Kopf auf die Füße stellen wird. Das ist unser Anspruch, und in Thüringen machen wir den ersten großen Schritt in die richtige Richtung. Nicht nur für Thüringen, sondern hier in Thüringen werden wir die Blaupause für Deutschland erarbeiten und durchsetzen. Liebe Freunde, es lebe unsere Heimat Thüringen, es lebe unser deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa. Dankeschön.